Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Wir sind, wie versprochen, noch einmal in der Sophienheilstätte. Das ist die erste von voraussichtlich 6 Nächten, die wir hier verbringen werden, mit dem Ziel, die gesamten Bereiche abzugehen. Wir hatten ja letztens das EG und das erste OG von dem linken Flügel sozusagen geschafft und versuchen heute ein bisschen mehr zu machen. Wir waren auch schon ganz fleißig. Jan, du kannst erzählen, was haben wir denn gemacht, damit wir möglichst wenig Störgeräusche haben? Wir sind das gesamte Gebäude, also so ungefähr 99,9%. Ich kann jetzt noch nicht versichern, dass wir wirklich alle Türen gefunden haben, die eventuell zuschlagen könnten. Aber wir haben versucht, das Risiko von zuschlagenden Türen, die auf dem Weg des, sagen wir mal, Windes, ne, der jetzt einfach durchfegt, zu oder aufschlagen, dass wir die quasi eliminiert haben. Also wir haben die halt aufgebockt oder halt festgezurrt, dass die nicht einfach so zuschlagen können. Das heißt, was wir jetzt vielleicht aufnehmen an zuschlagenden Türen Oder anderen Geräuschen. oder anderen Geräuschen, die eventuell damit zusammenhängen, ist wahrscheinlicher, dass es sich nicht um normale Umwelteinflüsse handelt. Genau, wir haben auch schon ein paar Tiere gesehen. Eine Fledermaus, die ist in der Regel lautlos, kann aber natürlich sein, Genau. dass mal was Schwarzes durchs Bild flattert. Das könnte die Fledermaus sein. Als wir am Tag hier unterwegs waren, die Begehung gemacht haben mit den Eigentümern und der uns noch so ein paar Besonderheiten, sage ich mal, gezeigt hat, haben wir auch einen Greifvogel gesehen im Dachstuhl, wahrscheinlich irgendeine Eule, war ein bisschen größer, also kein Kauz, wahrscheinlich wirklich schon eine richtige größere Eule. Die dürfte man aber auch weder sehen noch hören. Das ist Es sei richtig. denn, sie fliegt halt nachts oben mal rein im Dachstuhl, dann sieht man sie vielleicht, aber hören tut man sie nicht. Es sind halt relativ perfekte Jäger, die lautlos sich fortbewegen. Und der Jan hat noch einen Marder gesehen. Wahrscheinlich ein Marder, ja. Also wir sagen mal, was er gesehen hat. Ein Wesen von Fluss 1 Meter Länge. Komplett Länge, sage ich mal, was dunkel Ja, war. war so schwarz-gräulich. Schwarz-gräulich. Genau, also wir können es mit Sicherheit sagen. Ungefähr, ja, so ein bisschen, ungefähr so. Es war halt auf Entfernung. Ich habe es halt nur schon gesehen auf dem Dachboden in der Ecke und dann war es weg. Ungefähr so, ja. Deswegen, also, was genauso ist, können wir nicht sagen, ist natürlich zu groß für eine Ratte. Vielleicht können wir das irgendwie noch festhalten, dass wir es auf jeden Fall drauf haben, Genau. dass wir es bestimmen können. Wir haben deswegen auch, wie wir sonst eher unüblich machen, direkt jetzt schon Monitoring auf dem Dachboden gestartet. Wir befinden uns jetzt hier gerade im zweiten OG. Das dritte OG ist der Dachgeschoss dann sozusagen. Und ja, oben machen wir schon Monitoring. Genau. Ich habe ein Experiment aufgebaut mit Buchstabenstein. Das läuft jetzt. Die 6 Tage und Nächte sind, die wir hier durch, in der Hoffnung, dass niemand reinkommt und das sabotiert. Das wird dokumentiert mit dem Audio-Recorder. Vielleicht bewegt sich irgendwas. Ich schneide euch das mal hier rein. Ich habe den Voice Recorder gerade in den Raum hier gelegt. Das ist unser Vorbereitungsraum, beziehungsweise eins daneben. In dem oberen rechten Fach liegt der. Und hier aufgebaut habe ich das Buchstabenexperiment, sprich einfache Buchstaben, die wahllos liegen. Ich gehe wieder kaum einen Schritt zurück. Das ist der Ursprungszustand. Wir schauen mal, ob jemand oder etwas diese bewegt. Gerne kann eine Entität, die hier ist, wenn sie möchte, uns eine Botschaft mitteilen. Vielleicht, ich helfe mal kurz, ich suche gleich die Buchstaben raus. Würdest du mit uns reden wollen? Ich suche dir mal die Buchstaben für Ja und Nein raus, dann kannst du die besser legen, falls du möchtest. So, ich lege die bewusst jetzt ein bisschen hier extra. Da wären die Buchstaben, die so etwas solitär liegen hier. Die 6 Stück für Ja und Nein. Der andere Rest ist dort. Gerne kannst du das zurechtschieben. Wie gesagt, die Frage lautet, möchtest du gerne mit uns kommunizieren? Wir werden später wiederkommen und schauen, ob hier was passiert ist. Wir hatten jetzt, während wir die Überprüfung hier gemacht haben, das hat tatsächlich jetzt schon mehr als eine Stunde gedauert. Jetzt überlege ich, wann waren wir hier? 20:30 Uhr so? Ja, später gewesen. Die Stimme im Hintergrund ist nebenbei der Volker, der begleitet uns heute. Volker ist so hauptsächlich unser Fahrer, ist aber ab und an gerne mal dabei. Es kann also sein, dass ihr ihn ab und an mal ein bisschen hier mithelfen seht. Sieht da, die Location ist sehr groß, da sind wir auch halt dankbar für jede helfende Hand. Danke, Volker! Danke.
So, und jetzt ist es so 22.30 Uhr, würde ich mal schätzen. Gucken wir kurz auf die Uhr. Ist 23.03 Uhr. 23.03 Uhr, das heißt über zwei Stunden haben wir jetzt hier alles gecheckt und haben auch, naja, Leute und oder Phantomstimmen gejagt. Was ist passiert? Wir schneiden es euch gleich wieder rein, aber der Jan hat draußen Geräusche gehört, das hat sich herausgestellt, das waren ein paar Menschen, jetzt ob das Urbexer waren, Parapsychologen, Gassigänger plus Licht halt, ne? Ist einer meine Taschenlampe halt ums Gebäude gegangen und Stimmen habe ich halt gehört, habe es Eckbert gesagt. Wir haben dann halt, sag ich mal, runtergerufen. Da kam irgendwas nicht wirklich Verständliches zurück. Und die kamen halt aufs Gebäude zu. Und da wir das Gebäude jetzt schon ein bisschen besser kennen und da unten halt einen Einstieg vermutet haben, sind wir halt runter in das Erdgeschoss und haben erstmal nicht so wirklich was gehört, bis wir dann zum Eingang gegangen sind, zum richtigen Eingang, der jetzt eigentlich abgeschlossen ist. Da habe ich dann ein paar Schritte seltsamerweise oder irgendwelche Bewegungen im Gebäude gehört. Da sind wir dann wieder zurück. Dann kam aus dem Keller so ein, ich sag jetzt mal, Pochen, das war wie so ein Klopfen. Pochen halt. Das war nicht wie ein Knochen, wie so ein Klopfen ist halt eher, wenn man jetzt auf irgendwie so einen größeren Stein oder irgendwie auf ein Holz oder sowas tritt und der schlägt halt gegen irgendwas. So ungefähr. Also ein Hall halt. Habe ich zweimal gehört. Das sind wir halt im Keller. Und dann haben wir auch menschliche Stimmen, also ich bin mir sicher, fast eine männliche Stimme gehört zu haben. Ich bin mir auch, also wenn ich was höre, dann stimmt das in der Regel, ja. Auf jeden Fall bei Jan, der hört unglaublich gut, ich höre schlecht, das heißt, wenn ich es höre, dann ist das auf jeden Fall für alle anderen auch hörbar gewesen. Genau, und das war halt eine Stimme, die halt ein bisschen aus dem Off kam, vor uns, in den Bäderbereich war das. Ja. Wir haben dabei das gesamte Bad abgesucht, da war niemand. Vielleicht haben sie sich da versteckt, wir haben jetzt nicht genau in jedes, ich sage mal, Rattenloch geguckt. Nee, also wir haben so grob in alle Räume, aber genau. Wir haben jetzt nicht über jede Tür hinweg oder die Bäder direkt komplett rein, aber einzige, das seht ihr jetzt ja gleich, schneidet euch das rein. Einziges Problem ist, dass man halt von unten halt komplett durch das Gebäude einmal durchgehen kann. Kann sein, dass die Person schon an der anderen Seite wieder raus sind. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil man hat das gehört, da liegt überall Müll und Unrat auf dem Boden. Sehr unwahrscheinlich, dass diese Leute halt auf der anderen Seite raus sind. Keine Ahnung, wo sie hin sind, keine Ahnung, was es war. Vielleicht war es eine Phantomstimme, irgendwas, vielleicht energetisch gespeichert ist, man weiß es nicht. Ja, also mittlerweile ist es so, dass hier wirklich von den Eigentümern das Gebäude relativ gut zugemacht wurde, so gut es geht. Also viele Einstiege, die wir damals gesehen haben, die gibt es so nicht mehr, die sind verbarrikadiert, da können wir nur mit brachialster Gewalt rein. Das hört man auf jeden Fall, das hört man im gesamten Gebäude, wenn irgendeiner versucht, hier irgendwo einzureißen. Also ohne Werkzeuge würde man es nicht schaffen, man bräuchte mindestens ein Brecheisen oder einen Hammer, einen Sägen. Genau, das hört man, das halt hier richtig, also das hört man auf jeden Fall. Ja, also ihr seht das Video gleich, es sieht aus, als wenn wir einer Phantomstimme nachgejagt hätten. Genau. Ich hoffe, das hört man gut auf der Aufnahme, aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass man es hört. Ich hoffe auch. Ich habe auch parallel, wie gesagt, das Experiment in Audio-Recorder. Hm. Vielleicht kam die Stimme auch von woanders her. Dadurch lässt sich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, woher es genau kommt. Es kann sein, weil unten auch ein paar Fenster kaputt sind, dass die eventuell von irgendeinem Passanten, der draußen vorbeigegangen ist, mit seinem Hund kurz kam. Ja. Dass der seinem Hund irgendwas zugerufen hat. Möglich. Aber halt mit den einzelnen, sage ich mal, Vorabgeräuschen, die aus dem Keller bzw. hier aus dem Gebäude kamen, fraglich. Ne? Kann man nichts ausschließen leider. Deswegen ist halt eher, naja, nicht bewiesen und nicht beweisbar, dass hier irgendwas war. Ne? Aber die haben noch geantwortet, ne? Ich habe nicht verstanden, was sie gesagt haben. Ja, wir standen auch drin, was wir machen. Ist halt richtig groß. Und wir hatten halt gesehen, dass es so unrechtlich lustig war. Ja, ja. Aber die Frage ist, wollen die rein oder gehen die um den Hund Gassi, ne? Das war ganz nah. Das war so, als ob es hier in dem Bereich war. Als ob einer quasi in
Fenster reingeklettert ist und gelandet ist. Zwei auffallende Schritte fahren. Nur halt dumm fahren. Senior Urbexer? Ich höre nichts. Das kann doch nicht sein. Also ist wirklich so, als ob einer unten eingestiegen wäre oder so. Hört sich's an. Da klockt's ordentlich unten. Dann gehen wir runter. Also ich bin nicht dumm. Also ist hey, ich weiß, dass du mir das Gefühl hast. Hier sind zwei hier bei uns rein. Hier ist gleich der Eingang. Da bewegst du dich definitiv nicht drauf, ohne dass es leise ist. Du legst das ganze Haus auf. Da vorne. Da ist für auch was. Da sind sie. Safe. Hallo? Wir sagen kurz Hallo, dann geht's einfach jeder seiner Wege, dann sind wir hier fertig, oder? Was haltet ihr davon? Ich habe männliche Stimme gehört. Ja, nicht nur das, sondern ich habe auch dieses Klopfen, Klopfen und so Dinge. Also quasi, als wenn man hier irgendwie im Keller irgendwo lang gestampft und eingestampft ist. Da vorne kommen wir eh gleich hoch. Lass mal durchgehen. Männliche Stimme habe ich auch gehört. 100% habe ich was gehört. Wie gesagt, wir wollen euch keinen Stress machen. Wir wollen einfach noch mal eine Runde reden. Also die männliche Stimme habe ich auch gehört.
unglaublich. Ich bin quasi das ganze Ding einmal gelaufen. Das tut mir ein bisschen leid, aber was willst du machen? Ne? Du hast es ja auch gehört. Ja, ja. Und das bin ich nicht. Gut, dann suchen wir jetzt mal nach der Tür. Du hast ja jemanden im Verdacht. So. Der Dachboden war ziemlich. Jetzt irgendwo links gleich die Tür. Entweder hier oder da. Nicht ganz sicher. Ich glaube sogar da. Hier. Hier auch noch in dem Moment zugeschlagen. Hier ist zu spät. Irgendwo haben wir eine Tür, die rechts links ging, die zugeschlagen ist. Könnte auch sein, dass eine von denen war. Ja. Wir müssen noch mal kurz gucken. Also eine von denen war es auf jeden Fall. Also hier oben war das auf jeden Fall. Safe, 100%. Ich habe sie angeguckt und dann ist sie zugegangen. Also muss sein. Wenn du das so überzeugt sagst, dann also weiß ich zwar, dass du sicher bist, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass du gerade daran zweifelst, dass du dich selbst überzeugst. Hier ist keine Tür. Stopp! 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 Das ist eine Ratte. Eine Ratte? Nee, so ein richtig fetter Marder oder sowas. Wo hast du ihn gesehen? Da oben, da ist gerade rechts. Da rechts und rechts. Du siehst ein fettes Viech. Das ist alles offen, die laufen da hier rum. Hier rechts jetzt von dir. Da unten irgendwo war er. Hier. Der ist gerade hier rüber gehuscht. Ein riesenfettes Viech, gefühlt einen Meter. Ich sehe keine Türen. Ey, ohne Witz, ne? Ich zweifle gerade selber. Aufpassen. Wie gesagt, ich hatte zwei Türen gehört. Eine, die wir gesehen haben, und die andere, wo ich nicht weiß, wo die sein soll. Ich bin noch nicht dumm. Das habe ich ja nicht behauptet, Jan. Auf deine.
Ja. Ja. Aber wir sind das so gut wie durch, oder? Ich habe die auch vor meinen Augen, habe ich die Tür, wie sie links von... Das ist Vögel. Vögel. Okay. Ohne Witz, ne? Wir sind da durchgelaufen und ich habe noch vor meinem inneren Auge, dass ich links geguckt habe und da war eine Tür, die ist gerade durch den Wind aufgegangen und dann zugeschlagen. Okay. Und da habe ich doch, weißt du noch, wie ich gesagt habe, das ist die Tür? Ja, da habe ich ja noch zu dir gesagt, wo denn? Da habe ich gesagt, ich habe nur eine gehört. Ich habe sie, die war höchstens 2 Meter von mir entfernt. Ich hab ja keine gesehen, deswegen hätte ich ja nicht gefragt. Oh, ohne Witz. So, zur Erläuterung für die Zuschauer jetzt, warum wir gerade ein bisschen so verwirrt sind. Wir haben hier ein kleines Tor von den Eigentümern gekriegt, Dankeschön an der Stelle natürlich. Und wir hatten in dem Moment 2 knallende Türen gehört. Ihr wisst ja, wir hatten das laute Knallen und gefragt uns, woher kommt das? Und eine Tür, die hatten wir gefunden, die musste man mit Mühe aufmachen. Die ist dann hinter uns aber wieder zugeknallt. Die bleibt dann auch zu, wenn die einmal zu ist. Genau. Und der Jan meint hier, wir sind gerade auf dem Dachboden. Genau. Da meinte der Jan, eine Tür gesehen zu haben. Gehört, hatte ich auch einen, die knallt. Ich habe sie aber nicht gesehen. Und wir suchen sie gerade und ja, also die wir finden sie 2 Meter von mir entfernt. Ich habe nach links geguckt, da war die Tür, die quasi aufgegangen ist und dann batz, zugeschlagen ist. Aber hier in den ganzen Dingen sind keine, also eine Tür, aber die bewegt sich nicht. Was vielleicht noch sein können, dass es quasi ein Stockwerk drunter war. Ja. Und ich meinte, das wäre hier. Ja, das könnte ich mir eher vorstellen. Und dann links eine Tür war. Wir können das kurz gucken. Ja. Die würde ich aber nicht weitergehen. Nee, vor allem, du siehst dort... Also ich bin mir fast sicher, ja, dass ich da auch wieder einen Taschenlampe sehe. Wo genau, Jan? Ganz unten. Ganz unten? Nee, da. Das ist unser Balb. Nee, ich hab's aus dem Augen gesehen. Entweder hier oder ich glaube hier. Das ist unser Balb da hinten. Aber der hat doch nicht bis hier gestrahlt. Also ich bin mir, warte mal, aus der Perspektive bin ich mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube mal alles runter. Bin ich hier richtig? Jan? Ja, ja. Wenn du da standst, muss das aus hier, ja von hier gekommen sein. Ist hier jemand? Ich bin aber nicht auf Ebene 0, oder? Bitte? Bin ich auf Ebene 0? Ich müsste Ebene 0 sein, ja. Außerdem ist die Tür ja offen, die sonst nicht offen. Die war sonst zu. Das stimmt. Also ich bin runtergerannt. Pass auf. Als ich oben stand, war das so, als ob einer quasi einmal hier so. Das ist quasi unten von unten nicht scheinbar. Das wird schon. Da war oben gerade so bei einer Tür gemacht. Also die so hart zugeschlagen, so leicht, als ob die so einfach nur, keine Ahnung, so einer gegengebuggert hätte und dann festgehalten. Okay. So hat es angehört kurz. Aber kann auch sein, dass es irgendwie. Also wenn jemand weggerannt wäre, das hätte man gehört. Wenn, dann versteckt sich jetzt hier maximal. Ja. Also ich habe, wie gesagt, nur gesehen, dass unten einer Licht hier einmal. Ich habe auch keine Stimme gehört oder so. Aber das hätte man ja gehört, wenn der sich wirklich nicht erinnert. Wenn er weggerannt wäre, auf jeden Fall. Wenn du Schleise hier bewegst, so. Nee, das ist das so. Okay, das hörst du jetzt nicht, aber. Nee, aber hier ist so viel Zeug, wenn du nicht genau gerade auf dem Boden dicht machst. Ja, jetzt ist es wieder abgelenkt. Bleib. Würde ich ja jetzt nicht hetzen, ne? Naja, aber wenn wir was sehen, dann muss ich natürlich hinterher. Ja, jetzt war auf jeden Fall da. Ist das vielleicht sogar Keller? Du hast recht, das ist der Keller. Ich renne jetzt nicht nochmal runter. Nee, da bin ich ja blatt. Du hast recht. Weil das müsste der Keller sein. Wenn man da nicht fällt, ganz unten. Da bewegst du dich nicht leise. Unmöglich. Nee, also keine Ahnung. Keine Ahnung, wie es woanders aussieht. Aber ja, hier im Mittelbereich ja. Bewegst du dich nicht leise. Problem ist, ach so. Ich habe auch nicht gesehen. Also konnte ich 99,9% egal.
Jetzt könnt ihr aber 6 bis 12 Teile, je nachdem wie viel passiert, freuen. Natürlich nach jedem einzelnen Teil, wenn eine Nacht vorbei ist, machen wir wieder einen Cut für euch. Genau. Und jetzt viel Spaß mit dem auf jeden Fall ersten Teil der ersten Nacht. Ja, viel Spaß, ne? Genau. Hör ich anscheinend zum Aufmerz rein? No, mit Dingen hier, Waschbecken und sowas. Hygiene war natürlich groß. So. Ja, jetzt sind wir bei, ihr seht, wir sind hier jetzt bei unserer Kamera angekommen. Ja. Ja, nur kurz dann vorbei. Genau. Jetzt sind wir bei, ihr seht, wir sind hier jetzt bei unserer Kamera angekommen. Genau. Jetzt sind wir bei, ihr seht, wir sind hier jetzt bei unserer Kamera angekommen. Genau. Ihr seht, dass der Jan, der bereitet schon mal vor. Erinnert euch vielleicht an die leuchtenden Augen, da stand die Kamera da, wo ich hinleuchte. Ich stelle mich jetzt mal selbst ungefähr an die Stelle. Die Kamera hat in die Richtung gefilmt und wir sind sozusagen zum Schrott schauen, dass die Tür hier aus der Tür lang gegangen und haben so einen Schwenk gemacht. Und dann haben wir dort die Augen gesehen und ihr seht, ihr habt ja die Frage gestellt, ist das vielleicht irgendeine Reflexion? Und ihr seht, von der Wand selber kann es keine Reflexion sein. Da ist schlicht und ergreifend keine Oberfläche, die glatt genug wäre, um zu reflektieren. Wir haben höchstens hier ein Stück Metall. Das ist aber schon so stark verrostet, wie ihr seht. Das reflektiert nichts mehr. Also, wenn ich jetzt mal die Lampe stark draufhalte, seht ihr an der Wand da drüben eine minimale Reflexion, wenn ich den richtigen Winkel treffe. Das ist aber sehr, sehr schwach und kann unmöglich die Ursache gewesen sein. Das hier ist der Screenshot, wie ihr seht. Das ist der Moment, wo die Augen zu sehen waren. Das versuchen wir jetzt gerade nachzubauen, dass der Winkel ungefähr stimmt. So. Das ist unser aktueller Aufbau. Das, pass mal auf hier, da sind die Rohre rechts. Das muss noch ein bisschen weiter nach hinten, glaube ich. Halt mal kurz einmal. Na klar. Guck mal ungefähr so. Ich weiß nicht, ob du so siehst. Das muss auf jeden Fall noch ein Stück nach hinten, glaube ich. Ich hatte die in der Tür drin stehen fast. Genau, die hatten wir fast in der Tür stehen. So, okay. Also wir versuchen das jetzt nachzustellen. Das ist dieselbe Position mit dem Fassenleit. Man sieht auch auf der Kamera bereits diese Reflexion, die eventuell die Augen abgebildet haben. Wir werden jetzt versuchen, das nochmal nachzustellen, indem ich mich hier ein bisschen hin und her bewege, ob wir die Reflexion nochmal hinkriegen. Genau, der Jan geht in das. Ich bin quasi so reingegangen, habe mich richtig links umgeguckt, zack, und bin hier rein. Genau, ich bewege mich jetzt trotzdem mal ein bisschen anders, dass wir möglichst viele Winkel haben, ob es irgendwo zu sehen ist. So, jetzt bin ich schon vor dem Raum. Ich gehe mal ein bisschen näher, weil es sich nicht ganz erkennen lässt, wo ich wann gewesen bin. Aber definitiv habe ich ja irgendwann den Schwenk hier reingemacht und bin in den Raum reingegangen. Auf der Kamera jetzt kann ich es zumindest nicht sehen. So, also ich habe jetzt ca. 20 Einstellungen gehabt. Müsste wenn schon drauf sein. Okay. So, also wir versuchen das jetzt nachzustellen. Das ist dieselbe Position mit dem Fassenleit. Man sieht auch auf der Kamera bereits diese Reflexion, die eventuell die Augen abgebildet haben. Wir werden jetzt versuchen, das nochmal nachzustellen,
indem ich mich hier ein bisschen hin und her bewege, ob wir die Reflexion nochmal hinkriegen. Genau. Der Jan geht in das. Ich bin quasi so reingegangen, habe mich links umgeguckt, zack, und bin hier rein. Genau, ich bewege mich jetzt trotzdem mal ein bisschen anders, dass wir möglichst viele Winkel haben, ob es irgendwo zu sehen ist. So, jetzt bin ich schon vor dem Raum. Ich gehe mal ein bisschen näher, weil es sich nicht ganz erkennen lässt, wo ich wann gewesen bin. Aber definitiv habe ich ja irgendwann den Schwenk hier reingemacht und bin in den Raum reingegangen. Auf der Kamera jetzt kann ich es zumindest nicht sehen. So, also ich habe jetzt circa 20 Einstellungen gehabt. Müsste wenn schon drauf sein. Okay. So, nochmal für die Sony direkt. Das ist das zweite OG, ungefähr 6 bis 7 Meter von der Tür von der Haupttreppe weg. So ein kleiner Medizinschrank. Links liegt der Autorecorder neben Bubadi. Und Bubadi schalten jetzt einfach mal an. Jan, filmst du? Ja, klar. So, hier hinten ist nebenbei das Batteriepack drin. Aber auch der Ein- und Ausschalter. Ich muss nur kurz gucken, wo ein und wo aus ist. So, das ist mit Audio, hast du machen, ne? Links. Der justiert jetzt, der macht jetzt Grundmessungen, wie die Temperatur ist, wie das Magnetfeld hier fort ist. Das ist eine Nullmessung. Und danach reagiert er auf verschiedene Reize. Hi, I'm Boobuddy. What's your name? Leider gibt es ja nicht auf Deutsch. So, was macht er? Der stellt ein paar Fragen. Vielleicht redet er jemand mit ihm. Und er reagiert halt auf verschiedene Sachen. Okay. So, man sieht hier die EMF-Felder. Im Prinzip erleuchtet, wenn man ihn berührt. Das ist aber eine normale Frage. So. Das mit der Temperatur kann ich das allerdings nicht zeigen. Ja, und die lassen wir jetzt hier einfach mal rumlabern. Ja, vielleicht wird er das capturen. Also, wie gesagt, Audioaufnahme ist daneben. Und ich denke, dass seine Stimme können wir auch von allen anderen Geräuschen rausfiltern. Auf das ist richtig. So, also wir sind jetzt im zweiten OG, uns im Vorbereitungsraum. Ich habe die Thermalkamera und die Gestalten, die ihr da seht, das ist bloß unsere thermale Reflexion von den Fliesen. Ist also nichts Besonderes, kein Phänomen. Das ist richtig. Ist einfach nur IR-Strahlung, die reflektiert wird. Und der Jan hat halt, wie ihr seht, den RAM-Master. Genau. Und jetzt gehen wir hier mal ein bisschen rum und schauen uns... Ich habe hier gerade einmal schon durch, ich kann noch mal kurz einmal durchgehen, aber hier ist gerade nichts. Machen wir mal kurz mal schwenken. Da war schon letzte Mal, als wir unten im Erdgeschoss waren, war da schon ordentlich Party. Hier ist gerade nix. Richtig. Da ist nämlich das Treppenhaus, da seht ihr schon ein Monitoring von uns. Da schauen wir uns gerade die Treppe an und haben da zwei Parallels aufgebaut. Genau. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einmal jetzt... Genau, wir gehen quasi jetzt den kleinen Gang zum Kopf hin. Genau. So, ihr seht, hier ist die Decke schon ein bisschen, also der Boden ist nicht mehr so ganz toll. Ich werde vielleicht so zwei Schritte reinmachen. Das, was ihr im Hintergrund hört, das ist der Bubadi. Falls man ihn hört, ja. Ja, falls. Ich stelle jetzt einfach nur rum. Ja, genau. Der versucht Leute dazu anzuregen, mit ihm zu reden. Das ist quasi ein Trigger-Objekt, wenn man das so möchte. Ne? Ja. Eigentlich eher halt für, sagen wir mal... Ja, aber es gab da garantiert auch Kinder mit Tuberkulose. Das weiß ich nicht. Ob der sicher ist, der Rummeister? Oh, der wird wahrscheinlich. Oder was meinst du? Was das war? Ein großes Fenster? Das war wieder so ein Raum. Ja, was war das? Weiß ich. Ich wollte gucken, ob es sicher ist. Ja, der wackelt ein bisschen. Ja. Der wackelt ein bisschen. Also der, man spürt es so ein bisschen, man fühlt sich wie so auf so einem kleinen Schiff. Es schaukelt ein bisschen. Wir haben hier auch ab und an das Gefühl, dass der Boden vibriert, aber alle. Wie gesagt, man muss es ja nicht überstrapazieren, ne? Nee. Geht halt jetzt ein bisschen tief runter. In die Ecke naja. Das ist aber leicht süßlich, der Duft. Ja, da hat jemand in die Ecke und hier liegen auch Spraydosen und Dingens. Vielleicht können das noch Reste sein. Ja, ja. Ja, wenn der Raum oft zu ist, ne? Dann war es halt hier das trotzdem offen, ne? Ja, ja. Aber du hast halt keine Luftzirkulation in dem Sinne. Ja, trotz allem sollte er durch Diffusion, naja. Man hat immer das Gefühl, dass das hier ein bisschen wankt. Aber die ganze Zeit, merkst du das?
Ja, also das ist... Als ich da gerade auf der Ecke gestanden bin, da habe ich jetzt gemeldet, ob das... So. Du siehst auch am Boden, die kratzt. Aber nicht krass. Sie, also sie wird auch nicht knallen. Kannst du nicht weiter auf? Also, boah, was stimmt denn das hier so? Bah. Also ich würde sagen, machen wir bis hier so. Einmal schmecki schmanki. Reicht. Also ich meine, wer kennt das? Ja, wir sollten hier nicht viel weitergehen. Du siehst doch, dass der Boden sich nach links absenkt, beim Fenster sogar. Ja. Und es stinkt auch richtig eklig da drin. Also, ist ein bisschen vermodert, ein bisschen süßlich. Ja, hier sind noch die ganzen alten Schaltkästen. Genau. Ich bin VDE-Produkt, immer richtig. Der Bubadi, okay. Er hat mich schon erschreckt gerade. Hier ist eine Baderäumlichkeit. Da oben hat es sich durchgefault. Ja. Da würde ich gar nicht mehr reingehen. Da auf andere Seite ist gleich ein Boden. So, schau mal. Ja. Das Licht, ja, genau. Schau mal auf die Kamera bei mir. Das Licht hat eine ganz komische Interferenz. Oder? Wie siehst du das? Das ist auf jeden Fall am Flimmern. Ja. Das ist komisch. Schau mal, mach du mal bitte Licht. Ja? Mach du mal bitte Licht. Guck mal, was da meine Lampe liegt. Ich muss du kannst drauf gucken. Nur ich muss ja nach oben gucken. Ja, guck. Ja, es liegt eine Lampe, siehst du? Okay, ja, also das Flimmern macht eine Lampe. Ja, solange wir nicht aus dem Türrahmen rausgehen, kann nichts passieren. Aber da oben. Das ist extrem. Steht hier, das wackelt hier ekelhaft. Ja, es ist ein bisschen. Ja, es ist ins ganze Gebäude schwankt. Man hat so ein bisschen wanken, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist der eine der Aufbauten. Also genau, das ist das Treppenhaus. Das Treppenhaus bis ins Dachgeschoss. Ja. Das ist der Dachgeschoss quasi gerade monitoren. Dann dachten wir uns, machen wir die Treppe auch gleich mit. Ja. Weil da steht nämlich, was steht da drauf? Dienstraum, Zutritt für Patienten verboten. Ja, nur. Das ist die 221. Seltsam, dass man hier mal noch. Also ganz ehrlich, ich glaube, das, was wir letztes Mal aufgezeichnet hatten, könnten diese Tür gewesen sein. Ja, deswegen. Die klingt genauso. Die klingt genauso. Fragt sich nur, warum die auf. Ja. Ja, schwarz zu nah am Gerät. Hier sieht das relativ in Ordnung aus. Machen wir einmal hier die Runde. Ah, schimmerte Farbe noch, ne? Ekelhaft. Das ist dem Gas. Naja. Da, was hat er gemacht haben. Da sieht man, das ist ganz frisch. Das sagen wir, ist Ghost nicht falsch geschrieben? Ist es nicht G-H-O-S-T? Ja, ist richtig. Ja, gehen wir hier in die Bäderbereiche hier? Die kleinen? Ja, oder kleine. Toiletten wahrscheinlich eher. Ja, das sind die Toilette gewesen. Ja, genau, das sind die Toilettendinger. Du siehst hier sogar noch die einzelnen kaputtgetretenen Keramiktöpfe. Ja. Was ein bisschen traurig ist eigentlich. Naja, gut. Gibt's hier nach? Nee, aber ich hatte gerade, als ich in den Raum getreten habe, hatte ich so ein leichtes Schoma-Gefühl. Hier riecht's auch wieder anders. So, rechts ist der Bubadi, da gehen wir zuerst hin. Genau. Gut. Und dann gehen wir auf die Etage höher und zurück, würde ich sagen. Ja. Haben wir letztes Jahr auch so gemacht. Können wir machen. Fand ich war ziemlich gut gewesen. Eine Etage höher ist aber der Dachboden, ne? Richtig. Ich sag's. So, mal hier der Blick nach außen ein bisschen zumindest. Ja, hier hast du so einen leichten Balkon. Ja, da gehen wir aber definitiv nicht drauf. Nee, das ist ja. Ja, wie gesagt, das ist unser Bubadi, der hier seinen Dienst verrichtet. Der nervt ein bisschen, aber der ist wichtig. Und teuer. Aber da kommen wir rein? Da kommen wir, glaube ich, nicht rein. Weiß ich nicht. Doch, wir kommen rein. Das kam da alles raus, ey. Staubwolke. Oh. Hier modert es ganz stark. Das ist Schimmelmoder. Oh. Nee. Das ist sehr stark. Nee, also. Also, so stark habe ich schon lange nicht mehr gerochen. Ja, dann können wir dann geht weiter. Mach mal die Tür jetzt. Diese Medizinschränke hier sind aber auch fast alle leer. Ich weiß nicht, was Medizinschränke waren. Ich glaube, oder Kleidungsschränke. Eher, dass das Kleidungsschränke waren von den Zimmern. Dann habe ich eine Theorie, dass das eventuell da drin ein Patient war, der halt, sag ich mal, klar, waren alle angesteckt, alle Tuberkulose gehabt, dass die dann ihre neuen Kleider hier bekommen haben,
die dann hier quasi die neuen und die alten wurden dann direkt irgendwie in so eine Tüte oder was vielleicht unten reingeballert, weiß ich nicht. Zum Tauschen, halt damit wenig, möglichst wenig Kontakt war. Genau. Richtig, das glaube ich nämlich. Hat jemand von euch gerade stark ausgeatmet? Ja, nee. Also, weil ich gerade war... gewesen. Weiß ich nicht, ich habe mich hart ausgeatmet. Tauschen, damit wenig, möglichst wenig Kontakt war. Genau. Und tauschen, damit wenig, möglichst wenig Kontakt war. Genau. Ah, schade, Mann. Oh, lass mir nicht, das bin ich. Ich hätte gerne die Führung am Anfang, die wir hatten, hätte ich halt gerne aufgenommen. Aber ist halt ein bisschen Reiz, das zu machen. Ne? Ja. Deswegen, also ist schon gut, dass wir nicht gemacht haben. So, hier sieht man übrigens einmal unsere provisorisch angelehnte Tür, dass die halt eigentlich nicht von Wind aufgerissen werden kann. Und unten, falls es doch passiert, Abfederung, dass es halt nicht so doll knallt, dass wir eventuell dann die... wir waren ja einmal schon mal draußen. Das waren wir auch. Ja. Ja, ihr seht, muss auch hier wirklich aufpassen, wenn man hier reingeht. Ja, ich habe eine Haube. Oh ja, warte. Ja, genau hier, ne? Kannst du das auch mal filmen hier? Ja. Da geht es zwar hoch. Die rechte Treppe kann man noch nehmen. Aber die linke Treppe, die neigt sich schon so sehr, das wird nicht lange halten. Aber wir können da mal links reingucken, ne? Ja, oder hier rechts. Wollen wir hier nehmen, ne? Nee. Oh! Sehr kleiner Raum. Klingt auch, ja. Schönes Fenster, passt gar nicht rein zu einem anderen Fenster. Tapeziert. Ja, soweit es geht. Alter, hier ist das wieder ein Wandtaum, wo es persönlich. Weil da guckst du direkt in den anderen Trakt. Ja. Also der Boden, der ist einfach nur ekelhaft drauf zu laufen. Ne? Ja, wie der sich schon verzogen hat. Ja, also Leute, das ist keine Spur, das ist eine Erhebung, das, was ein bisschen dunkler hier ist. Das ist ja die Frage, ob sich die Scheiße schon nach oben durchgesifft hat und vielleicht von unten du sehen kannst, dass sich der Bodenstein schon auflöst. Also ich will jetzt... Du brauchst nicht weiter reingehen. Lass gut sein, dann geh nicht zu weit rein. Also hier sieht man aber auch, dass nichts... Das bin ich gewesen. Und hier direkt ist auch das, ne? Über uns direkt. Ja, hat mir gerade vorhin schon gezeigt. So, guck mal, jetzt sogar noch einen Plan. Kraftfahrt Herr Wellmer, gültig ab 31.05.81. Ja gut, das ist ja kurz vor der Schließung. Genau. Hier in dem Raum sind es 15 bis 16 Grad. Ich meine, jetzt draußen, die Wand. Ich hätte... Also hier ist nicht so warm. Die Wand ist heißer. Okay. Ja, aber gering. Der Boden, der macht nämlich schon einen langen Abgang. Das hat man gemerkt, als man aufgetreten hat, dann ist schon leicht nach unten weggesackt. Deswegen brauchen wir nichts. Lassen wir das so, wie es ist. Ja. So, da gucken wir nicht rein, da ist wahrscheinlich eh nichts drin. Ja, trotz allem. Durchständigkeit habe, wenn man es aufkriegt. Da ist nichts drin, wie gesagt. Ja, habe ich auch nicht erwartet, aber man kann es immer vorwerfen, dass wir nicht reingucken. Kriegen wir die überhaupt auf? Wahrscheinlich nicht, ne? Die ist zu. Wie kriegst du nicht? Ja, eigentlich haben wir auch gesagt, die Frage, warum die Türen alle in Anführungszeichen dann zu sind. Wir haben alle Türen zugemacht, die zugingen. Alle Türen, die auf sind, wurden von, sag ich mal, Besuchern in Anführungszeichen wieder aufgebrochen. Ja. Also man hat halt auch wirklich versucht, hier das Ding sicher zu machen, dass hier keiner reinkommt und hier unrechtmäßig rum. Deswegen sind auch viele Räume einfach nur leer. Genau, also man hat wirklich versucht, alles abzudichten bzw. abzuriegeln hier. Aber was man halt auch sieht, da hinten war Heizung garantiert und hier war dann wieder der Waschbeckenbereich. Ja, also garantiert waren hier auch schon Kupferdiebe am Starten. Also die haben ja das sowieso alles ausgerissen, was noch möglich war.
Entschuldigung, jetzt mal ich. Da ist halt der Wald, ne? Genau. Die Tür kriegst du nicht auf? Die Tür würde ich auch nicht auf. Weil hier drin war noch die Gardine. Nee, die hinter dir eigentlich. Guck mal hier. Da waren richtig große Türen. Ist das die Kapelle? Das sind die Fenster, das sind die Ja, das können die Kapellfenster sein, die waren immer sehr groß. Das ist die Kapelle, ja. Wahrscheinlich war da auch mal Schmuckfenster drin, Bleiglas. Das war hundertprozentig, war da Bleiglas oder sowas ähnliches drin. Wir haben es abgekriegt, okay. Dann gehe ich mal kurz. Das ist so eklig, hier drauf zu laufen, ne? Das ist widerlich. Also magst du das Luminol, oder wie das Zeug heißt? Laminat? Das Problem ist, das fühlt sich so an, als ob es gleich nach unten ballert. Also hier merkst du wieder, dass es wackelt. Dann kriegt man die Füße. Sieht das so ganz eben. Hier gibt es noch manche Urbexer, nicht Urbexer, wie heißt denn nochmal, diese komischen Case Hunter da. Wie heißt das nochmal? Keine Ahnung, was geht. Meinst du Geocacher? Ja, Geocacher, genau. Kann sein, dass die hier so einen Cache oder was gemacht haben. Ja. So, der Vollständigkeit halber, ist wieder nichts. Hier dürfte nicht aufgehen. Das nee, sieht die aus, sieht sehr zu aus. Zu und abgeschlossen sieht die aus sogar. Ja, genau. Sieht aber auch so aus, ob man sie nicht aufkriegt. Nee, die sieht sehr zu aus. Ja, die hat auch zu gemacht. Siehst du schon. Wenn noch keiner irgendwie hier vorgetreten ist oder was ist vorgemalt da. So, da schaut noch was drauf. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon mal. Die Buchstaben sind verkehrt rum. Die sind, ja. Der hat Spaß gemacht, verkehrt rum gedreht. Nee, die war schon richtig oben, sind immer die beiden Kacheln manchmal von oben. Also die waren natürlich, aber das ist keine Ahnung, was da war. Gott, richtig schlechtes Deutsch. Also, ja. Das stimmt wieder so nicht unbedingt. Ja, Wörterbereiche wieder. Das ist auch wieder Wahl. Das ist halt komplett. Die sind zusammengeklebt, siehst du das? Ja, ja. Das sind aus Einzelbrettern. Dann sind sie zusammengeklebt, dann werden sie schön geschliffen. So, okay, wir gehen jetzt hier und dann hoch, ne? Genau. Das war der Plan. Hier wollen wir auch nochmal sehen, ja, hier offen, ne? Ja. Oh, genau. Da geht's raus. Auch nicht weit. Du kannst ja wohl kaum rausgehen. Ja, ja, es ist klar, dass man auf der fast höchsten Etage nicht rausgeht. Schluss. Und das machen wir so richtig. Ich glaube, das ist so ein Dienst da, was man auf den Windrädern hat. Und das einmal mit Fingerfarbe dann so normal. Ich werde mal kurz einmal hier. Das ist echt eklig hier aufzulaufen. Das ist echt widerlich. Geh auch nicht hinten links in die Ecke, schau mal nach oben. Wir gehen. Das ist. Wir wollen ja nicht unsere Gesundheit aufs Spiel setzen. Ich werde da mal kurz reingehen. Aber auch nur. Das war auch sehr, sehr eng wirklich, wenn ihr das seht. Der Jan, da passen keine zwei Jans nebeneinander so direkt. Ja, ich bin auch schon mal geworden. Aber das war schon so wackelig hier. Das war. Was war das wohl? Ob das auch so Toiletten waren? Komisch vom Aufbau. Also das ist komisch auf jeden Fall. In der Mitte, ganz hinten hast du halt eine Toilette. Das ist richtig beängstigend gewesen. Okay, wollen wir da gehen? Ja. Die Tür hinter dir, geht die auf? Am besten ist ja das da, das stimmt sogar. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die Tür aufgeht. Nee, die hinter. Ja. Die ist so auf. Die ist auch zu, die haben sie versucht aufzubrechen. Ja. Das die ist auf jeden Fall so weit auf. Die haben sie aufgebrochen hier. Ja, das sieht man schon. Die ganze. Da ist der ganze Schloss mit rausgerissen. Nee. Da hat irgendeiner was reingeschmissen. Hat ordentlich gespritzt. Boah, da stinkt hier drin. Aber nichts Besonderes zu sehen. Hast du deine
vorne das Fenster rausgelassen. Ja, ja, da oben. Das ist rausgefallen. Ja, das ist rausgefallen. Das oben das Fenster ist rausgefallen. Siehst du da oben? Da ja, das eine Stück. Das unten ist quasi auf und da oben ist quasi rausgefallen. Hm, erstaunlich, dass es noch hält. Es knallt irgendwann runter und scheppert schön. Und ich? Okay, da oben kannst du bis durch. Nee, da ist alles verrottet. Kannst du bis in den Dachstuhl oben gucken. Okay. Mach den Schalter dazu. Das ist ein Balkon. Wenn ich raus gehe, gehst du. Ja, ja, ich gehe nicht ganz raus. Den Balkon hier traust du sowieso nicht. Das Problem ist eher da oben, das Glas, was runterkommen kann. Ja. Also, was ist das denn da rechts? Ist das ein Kühlschrank oder was soll das sein rechts, was da offen ist? Oder was ist das? Tja, der Schrank ist fast leer. Das oben was könnte eine Art Kleiderschrank gewesen sein. Guck mal, da geht's noch rein. Ja. Guck mal, da haben gegrillt, da ist sogar noch ein Grill. Ja. Oder wird's hier eigentlich gegrillt? Wollen mich verarschen? Ja, siehst du ja. Und dann noch schön offenes Feuer hier am besten drin. Voll Idioten, ey. Das passt eigentlich fast mit dem Dachstuhl da drüber. Also wenn ihr mal schaut, Leute, da oben ist ja dann das Dach ist durchgebrochen, überall. Die war mal schön, die ist aber ausgeglichen schon. Die war fast überall. So. Ja, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir einen hoch. Genau, jetzt gehen wir hoch und wieder zurück dann. Ja, wenn ich jetzt nicht rein, dann wird alles verrückt. Ja, deswegen. Der Dachstuhl ist schon sehr brüchig. Mein Kopfwärme macht aber auch nicht mehr, die geht da und aus. Da oben geht überall. Hm? Nee, hier kannst du nichts mehr machen. Also der ganze Boden ist hier sehr. Ja, ich musste das Einlamme verlassen, meine macht nicht mehr. Da ist die Kummer, da war bestimmt mal ein Feuerwehrschlauch. Ja, das war ein Feuerwehrschlauch. Wer hat den mal gehabt? Wer hat den mal gehabt? Ja. Hier haben wir übrigens den Greifvogel gesehen. Ja. Wo er meinte. Ich habe nicht reingehört, hat gesagt, weil das oben könnte runterfallen. Da ist übrigens ja der Greifvogel rausgeflogen. Das ist wohl der höchste Dachstuhl Deutschlands, sozusagen. Der in dem der Bauweise ist. Genau, also der Fachbauwerkhaus ist. Okay, du brauchst nicht weiter rein. Ja, will ich auch gar nicht, weil das ist nämlich sehr wabbelig, der Boden. Ja, ja, das ist ja auch. Wir halten uns da dran, was uns gesagt wird. Ich guck, wir machen noch einen kurzen Thermalschwenk. Dürfte auch nichts Spannendes sein. Das Holz in der Mitte ist natürlich ein bisschen wärmer, das ist klar. Okay. So, hier waren die Schwestern Wohnräume. Ja, hier gehen wir mal nicht in die einzelnen Räume, die sehen sehr marode aus. Auch so, damit man es auch mal gesehen hat, ne? Ja. Oder guck mal, da ist so eine Luke gewesen. Da ging es mal runter. Okay. Oder, ne doch, das muss gewesen sein. Das ist eine Luke, oder? Das war eine Luke. Ergibt noch keinen Sinn für einen Wohnraum für eine Angestellte, oder? Ja. Hier war mal das Schwesterntelefon, schätze ich mal. Hier Notruf für Bereitschaft. So. Kann es auch sein. Ja, halt, das ist schon. Da ist übrigens noch ein Dings, eine Lupe unten rechts. Ja. Ja, ja. Mehrere Löcher auf dem Boden. Hier müssen wir ja aufpassen, hier geht es ab und zu tief runter. Ja. So, hier ist auch relativ. Chaos. Ja, also. Ja, wie gesagt, ich muss ein bisschen langsamer, weil ich habe kein Licht selber. Ja. Weil mein Lampe nicht mehr geht. Soll ich da einfach ein. Auf jeden Fall kannst du, hast keinen Platz mehr. Ja. So, hier müssen wir aufpassen. Das Granat ist schon und ist ordentlich weich. Der Boden. Ja, wie gesagt, ein bisschen langsamer. Ja, das ist eine alte Waschräume, schätze ich. Ja, braucht die ja auch. Halt fertig gemacht, schätze ich. Ja, brauchen sie auch. So, hier einmal, das auch nochmal. Gegen. Ja. Über der Raum. Wirklich auch sehr klein, ne? Steht da irgendwas dran? Nee. Nee. Ich kann mir vorstellen, dass da, wo diese, naja, diese hier Bereitschaftsdinger, dass da vielleicht auch mal Schilder oder so dran waren. Ja, hier gerade. Hier, der Boden, der gibt ordentlich nach. Also ich würde nicht so schnell so alle drei auf einem Platz stellen. Nee. Wenn ich jetzt genau hier auf den Klicks, dann geht es nicht runter. So. Ne, da ist auch nichts. So, ich gehe jetzt vor, hier müssen wir aufpassen, hier geht es gleich tief runter. Ja. Hier müssen wir aufpassen, dass wir richtig gut treten. Hier ist ein Bohr.
Der Rest ist aber auch richtig zugemodert aus. Das sieht auch nicht so interessant aus. Also hier müssen wir aufpassen, das ist die Stelle, wo schon ordentlich was durchgekommen ist. Warte nochmal bitte. So, wie Janne gerade sagt, dass die Stelle schon ordentlich was durchgebrochen ist. Da will ich auch nicht weitergehen, da geht es nämlich auch schon runter. Da links geht es nicht weiter. Nee, da links gehen wir nicht rein. So, und hier müssen wir aufpassen. Macht nicht mehr lange, würde ich sagen. Nee. So, hier ist ein Schwesternzimmer, plötzlich nochmal ein größeres, vielleicht ja. Oberschwester oder so. Ja, mit, kann gut mit sein. Mit einem eigenen Klo in der Ecke. Das ist ein komischer Schnorchel-Lulli. Ja. Und irgendwas anderes. Das ist doch eine Zwischentür, die nach links führt, die mit Graffiti übermalt ist. Ja, das führt in den Raum hier. Ja, ja. Hier müssen wir auch aufpassen, hier geht es auch ruhig tief runter. Hier sind auch nochmal normale Schwesternzimmer. Ja. Sogar mit Verbindungen, die wir hatten. Ja, das ist die Treppe, die wir nicht betreten dürfen. Betreten wollten. Also, da können wir auch gar nicht. Würde ich lieber nicht runtergehen. Nee, wir gehen nicht mal in die Nähe. Genau, deswegen. Hier wieder aufpassen. Ja, wir gehen erstmal links hier ein bisschen reingucken, oder? Da willst du rein? Ne, nicht weit rein, aber reingucken. Das ist halt auch so eine Toilette, schätze ich. Ja, ist ja auch eine. Ist mal rein? Nee, brauchst du nicht. Leuchten? Rein leuchten, ja, aber reingehen brauchst du nicht. Hast du alles? Ja. So, hier müssen wir aufpassen. Da unten geht es nämlich die vor. Hier auch in der Mitte bleiben am besten, weil da geht es auch ordentlich ab. Ja. Das ist hier der Raum, den wir Monitoring machen. Parallels mit einer der Sonys mit IR-Verstärkung. So, wie gesagt, damit ihr ein bisschen was vom Dachstuhl seht, ich drehe mich mal hier kurz der Lampe um. Ist halt ein ziemlich großer Dachstuhl. So, wir haben hier unser Portal mit der Ghostbox und stellen einfach Fragen. Ja, stell mich mal vor, ich bin der Eckbert, der Mann vor mir ist der Jan, der Mann rechts zu mir ist der Volker. Wie heißt du? Wo bist du? Warst du Ihr Patient? Warst du Ihr ein Arzt oder eine Schwester?